Freunde, und damit herzlich willkommen zum lustigsten Spiel der Welt, das mir gerade erklärt, dass Angst eigentlich eine Emotion ist, auf die wir kacken können, ganz kurz gesagt. In November 1999, somewhere in South America, a woman named Anna got lost under strange circumstances. The facts are that she left her work heading home. Next, you will personify Anna to be able to rebuild what happened. Hä? Wie soll das funktionieren? Wie soll ich bitte Anna... Hä? Why? Was? Wie soll ich eine verschwundene Person mich hineinversetzen können, die imitieren können oder... What? Da steht einfach ein Auto auf der Straße. Oh, nice, wir haben einen Alien überfahren. Super. Interact Zoom. I hope I have managed to stop in time. Ich hoffe, ich hab's geschafft, früh genug zu bremsen. Was ist mit der Mausempfindlichkeit? Ich bin einfach in das schwarze Nichts ausgestiegen. WASD. Nice. I was sure there was someone here. Wie gehe ich denn? Ist das denn bitte? Nee, Leute, nee. My backpack. Komm, hör auf. Hör auf. Nee. Stop it. Habt ihr gesehen, wie ich gelaufen bin, wie das ausgesehen hat? Das gibt's nicht, ey. Stell dir mal vor, du musst in so einem Spiel ein ganzes Level rumlaufen in der Geschwindigkeit mit diesen Mini-Hucklern, als würdest du irgendwie auf einem Kamel sitzen. What happened? Where am I? Ich dachte gerade, die Demo ist aus, Leute. 2 Minuten Demo, ey, das ist ein Spiel auf Steam, Freunde. Das ist ein fucking Spiel auf Steam. Natürlich funktioniert unser Auto nicht mehr. Wieso auch? Das UFO hat elektronische Interferenzen verursacht, die unseren Motor stillgelegt haben. Wahrscheinlich haben wir auch einen Diesel. Nicht dein Ernst. Oh, nee, was? Okay, gut. Ja, gut. Ich gehe raus. Ist okay. Wie komme ich raus? Gar nicht. Ach so, ja, erstmal musste ich... Erstmal muss ich die Tasche... das nicht spielen. Wie soll ich das spielen? Guck dir. Ja, good idea to take a look. Ja, auf jeden Fall. Nee. Nee. Einfach nur nein. Einfach nein. Ist das eine Kacke, ey. Oh, komm, guck euch mal an, wie der läuft. Was ist denn das? I have to find another place to enter. Ja, weil ich da auch unbedingt rein möchte. Das sieht auch auf jeden Fall sehr anstrebenswert aus. Erstrebenswert. Es ist zu. Ja, sei doch froh, dann kannst du hier in diesem elendigen Kack nicht weiterkommen. Oh, nee, Leute, nee. Ja, kann ich. Ah, super. Bin ich jetzt, also ich bin unten durchgecrouched. Okay. Hä? 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 Jetzt hat sich auf einmal die Steuerung invertiert. Was ist denn das für ein Ge... Ich kann hier die Maus nicht gescheit bedienen. Leute, es ist einfach invertiert. Guckt euch das an. Ich möchte, dass es aufhört. Es soll bitte aufhören. Here. Ja, hätte ich dir auch sagen können, dass hier niemand ist.
I don't know why I feel so sleepy. Ja, ich auch nicht. Ja, leg dich einfach schlafen. Oh Gott, wir legen uns da ins Bett zum Schlafen. Da ist ein fucking Loch in der Hütte. Hi! What was that? Das war der Typ, den du überfahren hast, Fräulein. Get out of here. Ja, geh bitte raus, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Und hör vielleicht auf, meine Maus zu invertieren, hä? Du blöde Gurke. Oh. Ah, danke, es ist wieder normal. Ein Telefon. Ja, einfach zugemacht. Einfach Holz Honey, dran. It's dangerous. Honey, where are you? Hello? Honey? Shit! Ruft einfach die Tochter an. Ja, verpiss dich jetzt. Leg das hin. Oh Mann, ey. I will find you. I swear. Ja, die war doch gar nicht dabei. Die war doch einfach gar nicht dabei. Und warum ist immer alles schwarz, wenn ich irgendwas verlasse? Du hattest deine Tochter gar nicht dabei. Oder gibt's irgendwie eine Hintergrundstory? Ist das Auto wahrscheinlich weg? The place is different. Oh, nee, Leute, ich kann das nicht mehr. Der Wind war das. Ich dachte gerade, ich kann hier oben ein paar Äpfel pflücken. Och, guck, Demons, ist ein Nadelbaum. My girl is gone. What will I do now? Demons, ja. Tja, keine Ahnung. Sterben einfach, vielleicht? Bist du ja selber schuld, wenn du mitten in der Nacht durch die Gosse fährst. Nimm die Leiter und hock dich am Baum oben hin und warte einfach, bis die Nacht vorbei ist. Da findet dich keiner. Boah, ey, also ganz ehrlich, aber guck mal, dieses Detail, dass die Finger zucken. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ja, da kann ich jetzt nicht rein. Ja, super. Und nu? Da kann ich auch nicht rüber, oder? Nee. Leute. Das ist wirklich, der extreme Shit, Freunde. Der extreme Shit ist das. Ach Gott. Ja, ich komme hier nicht. Ich gehe einfach mal, wo soll ich denn hin? Ich komme hier nicht hoch, Leute. Ich gehe einfach durch den Busch, oder? Geht auch nicht. Ich kann auch nirgends durchgehen hier. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin unglaublich verstört auf eine andere Weise, wirklich. Wie man sowas als Demo auf Steam stellen kann. Ja, das Storytelling ist großartig, die Grafik ist gut, die ist egal. It's closed, aha. Das heißt, ich brauche irgendwas zum Schnibbeln, oder? Brauche ich irgendwas zum Schneiden oder so? Irgendwie eine Schere, wollte ich schon sagen. Oder eine Axt oder sowas. Oder eine Zange. Boah, ich krieg Kopfweh von diesem Mist, Alter. Ich krieg Augenweh von diesem Kack. Ja, ich muss die Leiter halt nehmen und dann drüber steigen, oder? Würde ich mal behaupten. Irgendwas muss ich mit der Leiter machen, aber ich kann nicht interagieren. Boah, ist das räudig. Guckt euch das mal an, wie das... Seht ihr das? Das ist so ekelhaft einfach. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich kann die Leiter nicht nehmen, ich kann ja nichts machen. Ich kriege ja bloß dermaßen Augenkrebs von diesem Mist hier. Von diesem elendigen Gewackel, vor allem, wenn ich auf den Boden schaue. Und ganz ehrlich, es ist mir auch egal, wie das Spiel ausgeht, ja? Es ist mir völlig egal. Ihr konntet lachen, das weiß ich, weil ich auch lachen konnte. Und das ist die Hauptsache, Freunde. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen bei diesem kleinen 10-Minuten-Rotz, der euch das Leben eures Lebens gekostet hat. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like da und auf Wiedersehen. Ciao.